Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Wir haben euch wieder was vom Play-Doh besorgt und zwar heute das Unboxing aus der Dig & Rick Serie. Das ist nicht unser erstes Spielset aus dieser Serie, das wisst ihr. Und zwar heute Ralfi den Müllwagen. Ralfi ist auch unter einem anderen Namen bekannt und zwar Rowdy, der Recycling-Profi. Rowdy nennen wir ihn mal jetzt, ist in einem coolen Grün und Blau. Hier seine Recycling-Tonne, die sehen wir gleich nochmal genauer, wenn wir das Ding ausgepackt haben, in Blau. Ziemlich groß, also wenn man das mit den anderen Dig & Ricks Serien, beziehungsweise mit den anderen Dig & Ricks Spielsets aus der Serie vergleicht, doch wirklich ziemlich groß. Hier können wir schon mal unsere Klappe öffnen, ja, sehr cool. Auch die Verpackung an sich sieht wieder sehr cool aus im typischen Dig & Ricks, ja. Baustelle, Müllstelle-Thema, wirklich sehr cool. Wir sehen auch schon direkt, was mitgeliefert wird. 4 Play-Doh-Knetdosen, ich würde mal sagen in normaler Größe. Hier noch eine Schaufel, ja geeignet, klar, das Spielzeug ab 3 Jahren. Und wir schauen auch mal auf die Rückseite. Da sehen wir, ja hier, der Kollege hat schon seinen Bauhelm auf, sehr cool. Und wir sehen hier schon, wie Rowdy aufräumt mit seiner Recyclingtonne. Wirklich sehr, sehr cool. Die können wir natürlich dann wie bei einem echten Müllwagen dann ja reinschippen. Hier auch noch ein paar Formen, zum Beispiel für eine Mülltonne. Wirklich sehr cool. Und hier unten noch, wie wir den Knetmüll dann wieder loswerden. Ja, wie gesagt, die Verpackung wirklich ziemlich groß. Und der ist auch hier mächtig verkabelt. Ich befreie den mal und dann schauen wir uns unser Rowdy und das Spielset hier ein bisschen genauer an. Ihr seht, wir haben unsere Packung hier schon auseinander gemacht. Alles ist noch nicht ganz befreit. Hier noch die Schaufel. Klar. Hier sehen wir sie schon mal. Eine coole Schaufel, auch ziemlich groß. Also das ist keine kleine, sondern wirklich, nehmen wir hier, schon ziemlich gut, ziemlich groß. Dann haben wir hier unseren Rowdy, der war ziemlich gut verkabelt. Stellen wir sofort vor. Noch das restliche Zeug raus. Keine Sorge. Ich zeige natürlich jetzt nochmal, was alles drin war. So, nimm erstmal die Verpackung weg. Die kennen wir ja. Dann haben wir hier unseren Rowdy schon mal. Stell das mal kurz alles hier hin. Klar, hier nochmal das Übliche von Play-Doh bzw. Hasbro, wie unser Rowdy zu bedienen ist. Wirklich sehr cool. Sieht schon mal richtig spannend aus. Hier sehen wir auch, wie wir das Ding hier benutzen können. Ja, unsere Mülltonne sozusagen. Okay. Dann wollen wir natürlich gucken, welche Farben mitgeliefert werden. Das ist einmal hier so ein Blau. Schauen wir mal rein. Ja. Geht schon, ist schon fast unser Rowdy hier. Wie gesagt, ich würde sagen, mittlere Größe von Play-Doh-Knetdosen. Dann haben wir hier einmal das Gelb. Auch sehr gut. Wie gesagt, alle 4 in einer Größe. Upp. Hier das Lilane. Na. Der will anscheinend nicht. Doch. Jetzt ist er raus. Mhm. Cool. Und dann noch, klar, so ein Grün, eher Richtung, ja, wir sehen auch wieder wie Rowdy. Sehr cool, also wirklich viel Knete dabei. Jetzt natürlich unser Rowdy. Wir sehen, also der fährt sich ganz gut. Also dafür, dass das was vom Play-Doh ist, fährt er sich doch ganz gut. Und jetzt ganz wichtig, zack, hier haben wir unsere Form, zum Beispiel eine Mülltonne, ja, eine Flasche oder... Ja, hier haben wir unsere Form. Zum Beispiel hier eine Mülltonne. Wirklich sehr cool. Die kann man, wie gesagt, hier... Die ist bei Rowdy zu verstecken, hinter den Augen. Sehr cool. Klar, wie gesagt, hier die Klappe für unseren Müll. Und ganz wichtig jetzt,
zeige ich natürlich. Wir sehen hier im Müll noch, wenn wir das dann, wenn wir unseren Müll da reintun und später, wenn er hier rauskommen soll natürlich, hier sehen wir auch noch sowas. Klar, von den Reifen. Dann, was für ein Müll überhaupt rauskommt. Wirklich sehr cool gemacht. Gefällt mir sehr. Wie so eine Walze, wie zwei Walzen. Sehr cool. Wie gesagt, und später dann natürlich mit dem Play-Doh-Müll bzw. mit dem Knetmüll dann hier rein. Sehr cool. Das wieder zu. Hier, wie gesagt, unsere Schaufel und hier ja noch etwas, womit wir unseren Müll, so eine Art Spaghetti dann auspressen können. Sieht auch sehr cool schon mal aus. Das werden wir dann im Demo sehen, wie das alles hier aussieht und wie wir das benutzen werden. Beziehungsweise wie unser Rowdy hier, der Recycling-Profi natürlich, mal aufräumen wird. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!